Nichts gesehen, nur gehört. Was denn? Geschrei. Hilfe, Hilfe. Beschreibt eine Anwohnerin unter Tränen ihre Eindrücke im Interview des Geschehens in der Nacht auf Freitag in Hamburg. Bei einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos SEK in Hamburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Morgen des 14. Juni sagte, waren die Beamten kurz vor Mitternacht von Anwohnern aufgrund einer verhaltensauffälligen männlichen Person alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll der 51-jährige Mann unvermittelt von seinem Balkon aus auf die Polizisten geschossen haben. Daraufhin wurde Verstärkung durch ein SEK-Team angefordert. Nach Polizeiangaben soll der Mann dann auch auf das SEK geschossen haben. Die Einsatzkräfte schossen auf den Mann, er erlag noch am Tatort seinen Verletzungen, wie der Sprecher mitteilte. Eine andere Anwohnerin namens Maria Rüte teilt ebenfalls ihr Erlebnis mit. Ja, es war eine Schießerei und ich wusste auch nicht warum und weshalb. Und ich weiß nur, dass es mein Nachbar war und ich wusste nicht, lebt er überhaupt noch und was hat der Sohn mit ihm gemacht. Und der ist auch sehr, ja. Haben Sie da die Geschüsse auch gehört? Ja. Also die spielte sich aber da mehr dahinter ab. Ich bin früher ins Bett gegangen wie sonst und habe eigentlich gar nicht zuerst mitgekriegt. Ich habe bloß mitgekriegt, dass da plötzlich überall so Lichter waren. Ne? Die Bewohnerin namens Monika beschreibt das Geschehen der Nacht deutlich mitgenommen. Nichts gesehen, nur gehört. Was denn? Geschrei. Hilfe, Hilfe. Und war die Polizei dann? Ja, war alles da, alles. Alles, die bis jetzt. Mhm. Auch so Spezialkräfte? Ja. Und die haben irgendwie geschossen, ne? Ja. Und mehr kann ich nicht sagen. Das ist mir sonst zu viel. Im Zusammenhang mit der Nachbarschaft erklärt sie. Ja, war alles gut gewesen. Aber der Sohn war da. Sich mit dem Sohn nicht so. Irgendwas muss ja was vorgefallen sein. Keine Ahnung, ich habe auch Angst gehabt, ne? Das Schießen in der Wohnung, da kann ich wundern, ne? Dass man Angst hat. Ist ja noch nie bei uns, wir wohnen hier 40 Jahre, noch nie was vorgekommen. Naja, mehr kann ich nicht so. Wie die News 5 berichtet, soll der Mann zuvor seinen 81-jährigen Vater angezündet haben. Nach Angaben von Bild wurde der Senior mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Auch weitere Details zu dem Mann wurden nicht bekannt gegeben. Eine Mordkommission wurde eingeschaltet.